Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Earthbound. Ja, wir stehen jetzt hier und müssen, glaube ich, mit diesem hier sprechen. Der soll uns hier, dieser kräftige Kerl hier, soll uns hier diesen Stein wegschieben können. Wir reden mal mit ihm. Macht ich. Also zeigen allen. Ich hab's geschafft. Hierhe. Gut. Ach scheiße, ich wollte erstmal... Warte mal ganz kurz. Hatten wir in der letzten Folge, ist jetzt wieder Bordog her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, hatten wir schon mit dem hier gesprochen. Ich mag das Hund nicht lieben. Ich gebe das Hund nicht lieben. Ich gebe auch etwas. Ich schau auf die Liste. Gib Hund nicht lieben. Wir haben kein Hund des Lebens. Ich habe da ein Hund des Lebens. Naja, egal. So. Hey, wie geht's dir? Oh, du fühlst dich nicht gut. Werde gesund. So, bleib mal drin sitzen, da scheint irgendwas zu passieren hier. Die heiße Quelle stellt deine Kraft wieder her. Ah. Tete. Danke, mein junger Freund. Danke dir. Ah, hier was böses Hotel. Brauchen wir ja nicht. Okay. Wir gehen jetzt mal runter in diese Höhle und schauen mal, was uns da wieder erwarten wird. Bin ich mal echt gespannt. Was ist das denn? Kannst du mit ihm reden? Guten Abend. Ich bin ein sprechender Stein. Aber die Steine hier reden nicht sehr viel. Der Stein, der am meisten spricht, ist in einem Labyrinth, weiter unten. In der verlorenen Unterwelt. Vergiss nicht, mit dem Stein zu reden. Es ist wichtig. Danke, dann machen wir das mal. Kommt, Freunde, wir gehen mal runter. Was ist das denn? Ups. Fängt ja schon wieder lustig an hier. Fobby! Oh, Fobby! Hallo, Fobby! Bist du mein Freund, Fobby? Wir machen mal eine neue Attacke. Die sind unter der Erde. Was kann ich... Feuer vielleicht? Wir probieren mal Feuer. 1 machen wir natürlich wieder Multi-Flaschenrakete. Man weiß, wie viel die Viecher hier wieder für ihre Dinger haben. Und mit ihm machen wir mal Eis-Eis-Baby. Uschi versucht sie Feuer. Sie haben Wirkung hat auf ihn. Naja. Heinz fordert cool die Flaschenrakete ab. Fobby! Ist das süß? Okay, ich glaube, das war's mit Fobby. Ist er denn nicht schön? Ist er denn nicht wunderschön? Harry und seine Freunde erhalten 4587 Erfahrung, bla bla bla. Fobby ist so niedlich! Sachen! Ihr kennt ja schon das Spielchen aus den letzten Folgen. Nutzen. Ja, Harry holt sein Psy-Karamell heraus. Uschi steckt es sich ganz langsam und tief in den Mund. Labyrinthe, ich hasse Labyrinthe. Hier geht's weiter runter. Ich werde mal schauen. Ich werde mal schauen, was hier oben noch ist. Fobby! Ich trottel! Jetzt bin ich jetzt weggerannt. Ich meine, ich bin blöder als irgendwas anderes. Hallo Fobby, hier kommt Fobbys Überraschungsangriff. Puff, Nummer 1 ist tot. Edgebatch, ich hab natürlich kein Gehirn. Du blöd, Mann! So, machen wir Psy, probieren mal Eis. Mal sehen, was das für eine Wirkung auf ihn hat. Und wir machen natürlich mit Heinz wieder eine Multi-Flaschenrakete hier. Mit denen eine Molle-Attacke. Heinz feuert Multi-Flaschenrakete ab und schon hat es erledigt. Fobby wurde besiegt. Du armer kleiner süßer Fobby, du. Ich mag dich. Fobby, du warst nie für mich da. Ich will das Geschenk aber nicht. Wir haben genug von dem Psy-Karamell, echt. Geht der Furz wieder los. Nur mal so, zum Test. Eine Elfe, oh, wie süß. Geformt ab Leiter und Kutzorden. Sehen alle zwei irgendwie unkontrollierbare Sphäre. Klingt nicht gerade irgendwie so nach Einladung und so. Eis, denke ich mal auf ihn. Multi-Flaschenrakete machen wir mal auf ihn hier. Und dann machen wir nochmal Psy-Eis auf ihn hier. Okay, Uschi versucht Psy-Eis. Kling, 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 kling. Unkorrekt, wäre Psy-Schild lässt wie Ei-Ei. Aber es kommt nicht zurück, was für ein Glück. Okay, das Viech dürfte Geschichte sein. Sag ich doch. Ja gut, das bringt ja nichts. Der absorbiert es. Er absorbiert. Ja, besser als wie wenn...
Autsch! Besser als wie wenn's zurückschlägt. Attacke, Schuss. Heinz wirft eine Flaschenrakete genau ihm entgegen und in sein hässlich grinsendes Gesicht. Okay, das dürfte es eigentlich gewesen sein, außer es absorbiert... Oh, das weiß ich ja noch nicht. Nein, es absorbiert's nicht. Das ist natürlich sehr schön. 1000 Teile, nein! Los jetzt, los, 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 los! Nein, 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 nein! Los, doch mal schneller! Schneller, schneller, schneller! Okay, Harry und seine Freunde erhalten 12.000 Erfahrung. Ah, 64, sehr schön. Oh, super, Angriffsteig um 4, oh, super, Verteidigung um 3, um 2, um 3, um 1, um 2, um 11, um 1. Es ist um 11 und um 1. Ziemliche Verscheißernde, du bist. Wir haben große Pizza, die Schnabel verzulieren wir jetzt erstmal. Sicher ist sicher. Völlig voll. Uschi ist auch wieder völlig voll. Und Heinz ist auch völlig voll. Und alle sind sie völlig voll. Jetzt geben wir jedem mal noch ein kleines Psi-Karamell. Schnurps, schnurps, schnurps. Sehr schön. Psi-Karamell. Auf unseren guten Hans. Schnurps, schnurps, schnurps. Sehr schön. Wir brauchen unbedingt meine Rüstung und meine ordentliche Waffe für unseren Hans im Glück. Aha. Gut, wissen wir's. Wissen wir Bescheid. Fubi oder Flubi oder wie hieß du, Fluffy? Fobby. Oh, mein kleiner Foppy. Oh, mein kleiner Foppy. Oh, mein kleiner süßer Foppy. Oh, Foppy, oh, Foppy. Hm? Oh, der war wenig. Okay, ich hab doch hier mehr. Okay. Bin da nicht böse drüber. Ja, dafür 5000 Erfahrung ist ja ganz gut. Ach, die sind aber so süß. Die kleinen Fobbys. Können wir jetzt hier runter? Ja, schon wieder. So. Scheiße, Labyrinthe. Habe ich das schon mal erwähnt? Irgendwann? Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Fliege sehr bekannt. Was Fliege? So. Uschi greift an und macht 8 Meter schon meinen Gefahrenableiter. Heinz feuert nur die Flaschenrakete ab. Und gut, Nächtle, junger Herr. So. 7000 Erfahrung gibt er. Hui, 59. 1, 1, 3. Angriff 3, Verteidigung 3, IQ 1, LB 2, BB 4. Heinz erlangt die Macht von Schild. Wir haben das Schild und wir haben die Macht von Dracecarl auf unserer Seite. Ach, verdammte Kacke. Na, Fubi, komm mit her, oder Fubi, wie hieß du? Okay. Wir wissen, wir müssen erstmal Fubi weghauen. Okay. Verdammt. Hutta, ja, das war ein Karotte-Rundumschlag hier. 360 Kreuzer Knochen, Totschlug, Schlug, Ubi. Okay. Gut, jetzt können wir. Aua, du bist doof. Du bist selten blödes Viech. Aber Moment, Heinz schlägt doch mit aller Kraft und Gewalt zurück, die ihn einfällt. Du hast 100 Schöne, ja, das Viech. So, okay, das dürfte gewesen sein. Ach, ich hasse diese Gegner, die noch so viel Damage machen. Na komm, schneller. Ja, es wird keiner dran sterben, auch wenn wir es nicht schaffen. So. Scheiße, dass die Viecher, wenn die drauf... gut, 10.000 geht. Dass die dann so viel Damage nochmal machen. Das ist ein bisschen nervig. Aber wir essen jetzt erstmal eine große Pizza gemeinsam. Und dann sieht die Welt schon viel, viel schöner aus. So. Jetzt ist es doch schon viel, viel schöner. Wir haben gemeinsam gespalten. Kotzt die Wand an. Nein, nicht nochmal du. Ach, na klar, nochmal der Fubi, Fubi, und wie heißt er? Ach nein, jetzt heißt du diesmal gar nicht mit an. Okay. Ich hasse dieses Viech. Nur eine 70 nur. Okay. Ja. Ups. Ja, ja, ja. Leck's mir mich. Leck's mir mich.
kannst mir mal hier an die Arschbacken lutschen, du Arsch, du blödes Schwein, du selten doofes. So. So. Lalalalalalalala, jetzt alles wieder zurück. Mann. Ach, das war jetzt knapp. Freunde der Nacht, Freunde der Augenringe, das war jetzt wieder sehr, sehr knapp gewesen. Ey, bald ist Weihnachten, in 2 Monaten. Ja, am 24.10. Meine Fresse. Ach, ihr seid Freunde, erhalten 7000 Erfahrungen. Das ist toll, das freut mich doch. Ich hasse Labyrinthe. Oh, kotzt die Wand an, wo kommt die? Ich hasse das, wenn die einfach nur so als nichts brummeln. Ja, fick die. Mein Leck me. Na komm. Wir haben gewonnen. Ups, welch Zufall, wir haben ja gewonnen. Heinz Level ist jetzt 58. Geht's doch, ja. Wir brauchen dringend mal für unseren Hans eine Rüstung. Für unseren Hans im Glück. Ah, da drüben war doch gerade ein sprechender Stein. Gehen wir mal hier rauf und gehen wir hier rüber. Wir müssen irgendwie hier rüberkommen. Fubi! Fubis! Oh, süß! Wo ist jetzt ja? So, Angriff mit Feuer auf die erste Reihe. Nun reicht doch meine Molly DX. So, okay. Feuer machen, der auf die komplette erste Reihe hier. Phobie A wurde besiegt. Phobie B wurde besiegt. Phobie C wurde besiegt. Okay, ging ja ziemlich flott. Wie kriegen wir deinen Erfahrungspunkt der hier? Oh, 13.000, das ist gut. Gefällt mir schon ein bisschen, Freunde, gefällt mir schon ein bisschen. Nutzen auf Uschi. So. Wir müssen irgendwie dort rüber. Bloß wie? Ich habe das dumpfe Gefühl, wir laufen hier im Kreis. Komm hier runter. Ah, cool. Danke, dass du mit mir redest. Danke, dass du mit mir... danke, bitte, nicht zu danken. Kein Problem, mach doch gern. Ups. Eieieiei, das war jetzt aber knapp. Der hat fast von hinten erwischt, der kleine Armleuchter. Hallo, du Gefahrenableiter. Du leitest mir so viele Gefahren ab. Okay. 92. Und das sag ich mal. Tschüssli. Wir sind schon weit über 100 Folgen hier, das ist schön Hammer, ne? Auch in seiner Freunde hätten 7598 Erfahrung. Oh. Komm schon her. Ah, ich hasse diese blöden Ufos, ich hasse sie einfach. Ach nein, hat es nicht mehr geschafft, sehr schön. So, Attacke. Attacke. Und Attacke. Verfehlt das Ziel ganz knapp. Eins feuert nur die Flaschenrakete ab und das Viech dürfte Geschichte sein. Sag ich doch. Hans Level ist jetzt 52. Oh, super. Angriff um 4, Verteidigung um 2. Super. Tempo um 3. Mut um 2. Vitalität um 1. Ach, juhu. Glück um 2. Maximale 11. Das ist nicht gut. Hans erlangt die Macht von Medizin. Irgendwie. So. Das wollen wir uns natürlich auch noch schnappen. Du begegnest Hyper Spinboarder. Hallo, Hyper. Hyper. Was willst du? Viper. Sushi greift an, macht 180 Schaden bei Hyper Spinboarder. Heinz fordert mir die Flaschenrakete ab und das Viech ist Geschichte. Das sag ich doch. Harry und seine Freunde erhalten 7000 Erfahrung, das ist schön. Das freut mich sehr ungemein, liebe Freunde. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Heute früh war ich mal bei uns im Syratal. Es war sehr, sehr schön.
Es hat zwar geregnet, es war sehr, sehr feucht. Aber ich mag es, wenn es feucht ist. Ja, es war sehr, sehr schön. Ja, komm jetzt hier. Und habe Blätter gesammelt. War auch mal schön. Na komm, geh drauf. Jetzt zieht sie da in die Augen zu. Ich bin irgendwie müde. Aber wir spielen jetzt noch. Ich bin ja gerade meine Viertelstunde. Wir müssen ja noch ein bisschen aufnehmen hier. Kurz die Wand an. Kann man den vorbei? Gut, dann machen wir erstmal den hinteren weg. Attacke auf ihn. Attacke auf ihn. Attacke auf ihn. Attacke auf ihn. So, Uschi greift ein. Macht 170 Schaden bei Gefahren ab. Leider Heinz feuert nur die Flaschenrakete ab. 2383, das klingt natürlich immer schön. Ja, das war der 360 Grad Round und Chuck Norris Rundum Kick. Autsch, blödes Viech. Bäh. Moment, neue Flaschenrakete. Uschi greift an, macht 114 beim unkontrollierbare Sphäre. Heinz feuert Flaschenrakete DX ab. Und das Ding dürfte eigentlich Geschichte sein. Was nur 336 hat, ist nicht schon. Ja, es trifft uns natürlich alle. So. 12.000 Erfahrung, sehr gut. Harry, Level ist jetzt 65. Das ist sehr schön. Um 2, um 1, Level ist 60. Oh, super. Angriff steigt um 3. Verteidigung steigt um 1. Oh, super. Stempel um 3. Um 2, um 2. Um 2, um 3. Wahnsinn. PP um 10. Das ist gut. Gefällt mir. Uschi erlangt die Macht vom Seeschild. Das gefällt mir. Das gefällt mir schon ein bisschen, Freunde. Das gefällt mir schon ein kleines bisschen. So. Große Pizza essen wir natürlich wieder gemeinsam mit unseren besten Freunden. Mitten in einer gefährlichen Höhle. Ja, ist ja gut. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.